Wo bist du denn? 265, ich bin hier an unserem Schuppmann, der extrem Radio verseucht ist. Ach so. Radio verseucht. Die spielen da eine scheiß Mucke im Sender. Radio Gaga. Oh, das ist geil. Von Queen. Yo. Radio Gaga. Das ist ein geiles Lied. Das ist Mucke. Da fehlt dir die Spucke. Bei der Mucke. Manche Mütter sind wie eine Glucke. Das hat jetzt alles keinen Sinn, aber es reimt sich halt so schön, Mann. Jo, ich reim mir auch gerade was im Kopf zusammen. Du reimst, rammst dir? Oh, nee. Du ramme... So. Bevor mir ganz Bammel wird. Wir sind fertig. Ja, ich... jeder macht die nächsten. Worauf wartest du? Nee, komm, ey. Mach selber deinen Scheiß. Alter, du lässt nach. Ich kündige. Du kannst doch auch gar nicht. Hallo, Seelenvertrag? Sag, wann kann man einen Seelenvertrag kündigen? Geil, da ist noch ein neuer hier Holzstapel gespawnt auf dem Heimweg. Sehr schön. Och, oh, aber da kannst du mal sehen, ne? Da haben wir gedacht, wir haben richtig viel Holz eingesammelt auf der großen Tour. Ja, komm. Und weg. Ja, wir haben aber auch, guck mal, wir haben eine komplette Etage oben drauf gesetzt. Ja, das ist natürlich, ne, klar, das ist natürlich mein Verdienst, da hast du vollkommen recht. Ich kotze gleich. Alter, guckst du mit dem Laserpointer hier runter? Ja. Alter, ich sehe den auf dem Boden, aber wo bist du? Da oben. Alter, das sieht so geil aus. Mega, das sieht so geil aus, wie du da oben stehst. Und das, oh, Alter, das sieht, aber weißt du was, das wird ein Prachtbau. Warte mal, bleib mal da stehen. Moment. Ach, ist ein Wolf hinter mir? Nee, fang mal. Huch. Hab ich in dem Kopf? Oh, hab dich sogar getroffen. Du musst ihn im Hals stecken. Das Schlucken fällt mir gerade etwas schwer. Aber das ist ja auch mehr dein Part. Aber das ist auch mehr dein Part. Was? 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 Jetzt haben wir uns alle nicht verstanden. Alle beide nicht. Was? Ich hab gesagt, Schlucken ist mehr dein Part. Was hast du gesagt? Vergiss meins. Alter, das ist... Meins war besser, also das ist gut zu wissen. Alter, immer unten dieser Treppenaufgang, der ist so... wo sind wir denn jetzt hier? Geht's denn noch höher? So, jetzt mal hier, auf hier. Hau rein. Und du kannst mir mal eben dann leuchten hier. Mhm. Werde ich tun. Oh, das ist schön. Das ist schön. Damit kriegen wir das ja hier dicht. Ne? Schade, ist so ein Untergang verpasst. Ach, scheiße. Mann, ist aber auch, ey. Kann man sowas eigentlich auch noch verkaufen? Hä? Hey? Ja, solche wie dich. Ich meine, kriegt man da irgendwo noch... kann man da noch irgendwas... Nee, kannst du vergessen. Ist sehr erledigt, wa? Hör mal, haben wir? Jo, alles dicht. Alles hier, ne? Dicht hier. Hör mal, hast du die ganzen Fensterrahmen schon gemacht? Ja, natürlich. Ja, dann... Habt ihr sogar noch einen Kuchen gebacken, komm. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen gemacht. Kuchen gemacht und mich kaputt gelacht. Dich und Kuchen gemacht. Alter, das ist schon eine geile Scheiße, die wir hier machen. Mhm. Das ist schon eine geile Scheiße. Pass mal auf. Und weil wir hier so eine geile Scheiße machen, können wir mal gucken, wie das aussehen würde, wenn wir die weitermachen würden. Also jetzt nicht, dass ich hier übertreiben will mit dem Bauen, ne? Das ist ja gar nicht meine Art. Nee, gar nicht. Ich muss mal eben gucken, was ich mache. Vor allen Dingen, weil ich hier im Dunkeln bin. Irgendjemand sollte mir leuchten. Ich habe aber auch wieder den Namen von dem Typen vergessen, der mir leuchten sollte. Hm, komisch. Ja. Nicht konisch, sondern komisch. Aber du wirst sehen, wir werden die ganze Kohle brauchen. Welche denn? Wir haben doch gar keine Kohle. Die wir müssen hier doch morgen wieder in eine Stadt singen gehen. Also du redest hier wieder Munition brauchen wir die Kohle. Ach, dafür brauchen wir die Kohle? Ja, und sofort. Und Metall, glaube ich. Hör mal. Mhm.
mein kleines Ötzelchen. Ja. Ich habe die ganze Decke oben drin. Echt? Das ist ja cool. Echt. Geil. Mhm. Die ganze Decke ist drin. Das ist eine richtig coole Sache. Ach du Scheiße. Was denn nun wieder? Ach ja, ich hab ja, ja gut, ja, 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 hier oben würden natürlich dann wieder die Pillefüße hinkommen und alles. Ach, hier müssen ja die ganzen, ach, dafür ist ja hier noch alles hohl. Hier ist ja immer noch nicht, ne? Hohl? Aber ist ja auch dunkel. Pass mal auf, ich mach mal hier jetzt eine Tür zu und zwar nach dein, wo safe ist, wo die ganzen Gitter sind. Mhm. So, da habe ich jetzt erstmal Tür zugemacht, da sind wir soweit safe. Wenn ich jetzt mal kannst noch du die bitte wieder öffnen? Alter. Wie komme ich denn hier runter? Und wieso öffnen? Wieso, was machst du? Was hast du vor? Das sieht aus hier drin, ey. Schon irgendwie Gulag-ähnlich. Was? Gulag? Was das denn? Ja, diese russischen Arbeitslager, ne? Dachte, das ist nix. Nee. Oh Mann. Aber ich glaube, das hier lassen wir erstmal. Also hier ziehen wir erstmal keine weiteren Wände rein. Wir können erstmal, wenn dann da unten weitermachen, ne? Mhm. So, komm, ich mach Tür zu. Jo, mach zu. So, dann sind wir ab hier, sind wir jetzt abgeschottet. Nee, gar nicht. Da unten sind wir gleich abgeschottet. Oh, ist offen. Sehr. Wir sind abgeschottet. Aber weißt du, wer jetzt abgeschottet ist? Herr Kohn, nein! Komm. Komm, Alter. Komm, Erna. Komm raus. So. Jetzt ist aber... Bist du jetzt wieder drin? Ach, nee, da. Hier. Okay, pass auf. Aber hier ist er zu. Hier sind wir jetzt sicher. Okay, jetzt... es ist immer verwirrender hier. Ich mach den Ausfallschritt. Ist hier alles zu? Ja, ist alles. Ist alles hier. Wir geben. So, pass auf. Was wollte ich... Also ich kann nichts mehr machen jetzt mit Holz. Ne? Es ist nichts mehr da. Restlos aufgebraucht. Es ist nichts mehr da. Dann mach ich mal hier ein paar Woodplanks. Hör mal, in der Kiste ist auch nichts mehr mit Woodplanks. Ja, 4 Woodplanks habe ich gerade reingeschmissen. Aber bringe ich den mal schnell. Ja. Ganz spontan. Pass auf. Und dann würde ich nämlich sagen, wenn es wieder hell wird, gehen wir auf Tour und gehen vorzugsweise. Wo ist es denn? Such! Ich hau dir gleich so eine rein. Was wollte ich gesagt haben, Mann? Wenn es wieder hell ist. Wenn es hell ist, gehen wir auch mal wieder auf Looten, ne? Ja, auf jeden Fall. Und tun viel Bluten. Beim Looten. Beim Looten. Woodplanks. Ach, reicht gar nicht mehr, diese 4 Stücke. Die hättest du auch irgendwo dir hinstecken können. Gib wieder her, komm. Pass auf, was wir jetzt brauchen, sind jetzt wieder ganz viele Fenster, ne? Hm. Wie er da schon begeistert von ist. 6 Stück. Oh. Oh, wenn du zweimal auf Craften machst, hört der auf. Ach ja, da ist ja auch Cancel, steht ja dann da. Alter, es ist spät. Ja, das stimmt. Es ist spät und wir brauchen das Geld. Also geh nach vorne an der Laterne schon mal und sieh zu, dass du Geld rankriegst. Es ist spät und wir brauchen das Geld. Okay, 10 Sekunden noch. Und dann entscheidet sich alles. Wirklich alles. Es entscheidet sich... Denk dir was aus. So. Okay, die haben wir. Ja. Da könnte ich oben noch mal eben hingehen und was einsetzen. Sag mal, haben wir keine Fensterrahmen mehr in unsere Holzbaukiste? Ich guck selbst nach. Bist der angestellt? Da bist du, glaube ich. Nein, es ist nichts drin. So, pass auf, die setze ich jetzt mal da oben ein und dann hoffe ich mal, dass es ja möglichst gleich mal wieder hell wird, Mensch. Ja, ist ja so, gerade erst dunkel geworden. Ja, komm mal mit, das musst du nicht sagen. Das sind die Zuschauer jetzt vielleicht gar nicht mitgekriegt. Jetzt, dank dir, wissen sie, wie aussichtslos die Lage ist. Also, verzwickt. Cone, du musst noch viel dazu lernen. Ja. Weißt du, du musst sagen, immer so tun, oh, die Nacht ist gleich vorbei. Ach, die Nacht, ja, die ist gleich vorbei. Ne?
Auch wenn das noch Jahre dauert, bis die vorbei ist. Wo willst du denn hin? Geh doch einfach mal. Man muss immer sagen, mit Labern. Geh. Die Nacht ist gleich. Kannst du mir jetzt endlich mal leuchten? Ja, natürlich. Ich warte hier die ganze Nacht und hab den Cone fast umgebracht. Aber geil hier, ne? Dass hier der ganze Boden schon dran ist wieder, ne? Jo. Ich weiß bloß nicht mit dem ganzen Platz, was wir da machen wollen. Ja, du, wir können hier, ne? Puff. Alles. Was? Ganz oben Puff? Ist Alter, okay? Genau da hab ich dran gedacht, aber du sprichst es aus. Genau da habe ich dran gedacht. Wir können ja noch einen Puff bauen und so. Einmal apropos Puff, Tuff, Tuff. Könntest du schon wieder Gitter? Wir haben nachts. Gitter habe ich noch. Ja, setz mal ein, setz mal ein, setz mal ein. Hau einen rein, hau einen rein. Ja, das ist genau. Hier habe ich ja auch schon die Decke für reingezogen. Das ist so geil. Also ich bin vor allem auch noch, ne, so geil. Also Holz ist echt empty, ne? Aber man muss wirklich sagen, was wir dafür gebaut haben, ne? Jo. Ist auf jeden Fall. Hör mal, weißt du, was jetzt, geworden. Weißt du, was jetzt echt blöd kommen würde? Was denn? Wenn du jetzt vom Haus fällst. Also das hat schon so eine Höhe. Oh, das ich würde glaube, wehtun. Das könnte echt ernsthafte Folgen haben, ne? Aber wie geil muss das aussehen? Jetzt stell dir mal vor, ne? Wir stehen hier auf dem Dach, ne? Mit unseren Laservisieren, ey. Und ja, können hier so richtig geil alles in Schach halten, ne? Wir müssen uns jetzt noch ein paar Gartenlaternen unten aufstellen. Aber ich kann hier ziemlich weit auf dem Boden leuchten da. Mit der Techlight? Ja. An der Waffe? Ja, an der Waffe. Da kann ich ja also hier vorm Haus den Garten, unseren Garten nenne ich das jetzt mal, da kann ich echt ein alles, ne, und überhaupt. Nee, ist cool. So, pass auf, wie sieht's jetzt aus? Hast du jetzt mal was gemacht oder bist du immer noch am Pen? Pen. Bin am Pen. Bin am Bullermann. Bullermann. Ja, was machst du denn hier? Wo? Ich hab doch schon wieder angesetzt, Mensch. Ach, das ist doch Pillepalle. Klar habe ich das gesehen, aber... Man merkt, es ist spät. Oh ja. Pillermann-Palle. Sau, Pillermann-Arschgeier, Sau, Pillermann-Arschgeier. Ich bin ja mal gespannt, ob gleich noch eine gewisse Person im TS dran ist. Oh ja. Da bin ich aber, also wenn diese gewisse Person gleich noch im TS sein sollte und wir aus unserem geschützten Channel hier rausgehen, also dann könnte es sein, dass wir vielleicht noch ein paar Tränen lachen gleich. Oh ja. Oh ja. Ich lache jetzt schon. Es könnte passieren, dass ich bewusstlos werde, wenn ich lache. Ja, wo ist jetzt der Unterschied zu jetzt? Oh, da war es gerade wieder. Oh, ich war's verpasst. Da war es gerade wieder. So, leider nur noch zwei Stück gehabt. Das ist nicht witzig. Und Metall, alle leer. Das ist nicht witzig. Alle weg. Ja, ich bin schon gerade auf der Suche nach Holz. Was? Ich bin draußen. Ach was. Sind ja nicht alle so Schluffis wie du. Ich seh dich. Deine Lampe. Cool. Alter, das sieht so geil aus, wenn du da oben stehst, ne? Komm mal hier weiter zur Kante, bis du runterfällst. Nein. Alter, das sieht so geil aus. Vor allem dein, von dem Laserpointer, ne? Den Strahl, den sieht man so ganz leicht. Also das haben sie schon geil gemacht. Jetzt habe ich den gerade bei dir am Unterleib. Oh, bei mir geht er links an mir vorbei. Ja, ist mir auch schon aufgefallen, wo du auch schon mal sagtest, ja, ich strahle dich an und so. Ne? Und da dachte ich mir, mein Gott, der und mich anstrahlen, da bin ich Besseres gewöhnt. So! Ja, aber schön, ne, dass ich hier jetzt alleine auf Holz... Ja, wisst ihr. Aber jetzt ist ja auch die Frage, ist hier schon irgendwas nachgespawnt? Keine Ahnung. Ich, Ist ja schon da, ein Stück her. Ist da... Nee, ist nicht. Nee, ist nicht. Ist kein. Alter, da ist einer. Boah, das ist heavy, ey. Das soll wieder hell werden. Ich will auf. Ich will auf. Es wird aber schon wieder heller. Ich will auf Pluto gehen in Kisten.
ich muss immer noch an die große Runde denken, die wir da vor ein paar Folgen gemacht haben, wo wir wirklich einmal komplett rum sind. Oh ja. Das war einfach nur geil gewesen. Ja. Ja. Das war spannend. Spananana. Spanana, Bananarama. Bananarama. Ah, oh, das ist, ja, also hier ist noch nichts weiter gespawnt. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Also die Nächte, die sind natürlich hier immer so eine Sache. Da ist einer gespawnt, geil. Die Nächte sind immer so eine Sache, ne? Weil das ist immer, ja, mehr oder weniger so ein Warten, ne? Mhm. Aber, ja, es ist die Frage, ne? Ja, ich meine, jetzt du, hat man... Wenn du Material da hast, kannst du ja craften und bauen. Also das lässt sich eigentlich schon überbrücken. Also bleiben wir dabei, ne? Ja. Dann lassen wir Tag-Nacht-Zyklus, ne? Ist ja auch natürlich, ne, realistischer, ne? Man hat, ach, da ist er ja. Man hat natürlich immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass man dann denkt, ah, es könnte vielleicht dann in dem Moment ein bisschen zu langweilig werden für den Zuschauer. Aber das gehört halt zum Spiel. Eben, richtig, das gehört dazu, ne? Und außerdem, ja, da hauen wir ja richtig einen rein, ne? Was Bauen angeht und so alles. Genau. Ne? So, eigentlich können wir die Felsen auch mal wieder ruhig abbauen. Ist ja nicht Blödsinn, dass man die stehen lässt und nur auf Holz fixiert ist, weil wir haben da ja auch schon fast alles eingeschmolzen von, ne? Ja, also Metall ist soweit fast alle. Ja, also... Sulfat haben wir noch genug. Baust du mit ab? Ja, ich habe gerade einen abgebaut, aber ich... Einen hat er abgebaut. Ja, das ist natürlich... Da ist die ganze Welt leer. Ey, das sieht echt schon... geil aus, ne? Von unten? Ja. Und da, wo das Licht so flackert vom Ofen, geil. Ja, das ist auch echt cool, geil. Ne? Da, wo es flackert, das ist so geil. Oh, die Röte, die Morgenröte kommt. Hör mal, das ist so... Wo bist du denn? Im Haus. Das sieht so geil jetzt hier aus mit der Morgenröte. Das ist so cool. Aber hier ist jetzt auch wieder nichts mehr, ne? Nee. Aber es wird hell. Es wird hell. Wenn du weiter rankommst, sieht's aus wie ein Knast. Ja, das ist logisch. Ja, aber wir müssen halt damit zurechtkommen, was wir hier haben, ne? Und wie gesagt, ist ja eine frühe Alpha-Version, Early Access. Ich hoffe mal, dass da noch ganz, ganz viel kommen wird. Ja, mit Sicherheit. Ah, das sieht schon cool aus. Ja, ist schon geil. Also jetzt, klar, kannst du natürlich sagen, ist ein Klotz und wie ein Knast, aber es ist schon hier. Man muss immer von den Verhältnissen ausgehen, ne? Und da muss man echt sagen, geil. Jo. Das, und überleg mal, jetzt überleg doch mal, was da an Materialien drin steckt. Hm. Das ist ein Hammer. Mega. Extrem was du viel da, Arbeit. Ja, was du da einsammeln musst, egal was du nimmst. Ob du das ganze Material nimmst, ob du die Crafting-Zeit nimmst, ne? Ja, und damit überbrücken wir ja dann die Nächte in dem Moment, ne? Guck mal hier von der Seite, das sieht aus wie ein Treppenhaus. Warte. Ist aber zu voll gewesen, ne? Ja. Eigentlich hatte ich das ja auch so gedacht gehabt, ne? Aber... Ah ja gut, das war die Aussparung unten. Einfach nur der Eingang, dass der getrennt ist. Ja, ja. Jo. Aber das hätte man hinterher ummogeln können, dass da das Treppenhaus ist. Naja, aber jetzt ist so unfertig. Jetzt ist zu spät. Jetzt ist ja später. Ja, das später. Da kommt das Treppenhaus dann hier an der Ecke. Ja. Hm. Ja, was willst du machen? Jetzt ist es halt so. Jo. Ja, aber ist ja ganz witzig. Was natürlich dann auch gut ist, wenn wir uns dann irgendwann mal Metalltüren machen, dann siehst du die hier natürlich auch besser, ne? Das sieht auch viel besser aus als das Holz. Ja. Vor allen Dingen, weil jetzt, du siehst es ja gar nicht. Das sieht aus wie die normale Bretterwand, ne? Du kannst es nicht sehen, wenn du dann davor stehst. Ja, durch den kleinen Kreis, ne? Anders kannst du das gar nicht auseinanderhalten. Sonst hast du keine Chance, ne? Durch den kleinen Kreis. Ja, ein Viereck ist es nicht. Ja. Durch den kleinen Kreis, das ist einer. Warum? Ach, es ist zu spät, echt. In meine Fürze. Produktives Zeug kommt heute nicht mehr. Nein, produktives Volk kommt heute auch nicht mehr. Aber wir sind ja auch nicht mehr so lange auf Sendung. Die Folge geht ja auch langsam, aber sicher ihrem Ende zu. Jo. Ich habe jetzt mal hier den Ofen mal wieder befeuert. Ich habe da Holz reingetan und noch die Steine, die ich abgebaut habe. Sehr schön. So, kann ich meine auch noch mit reinpacken. Da ist das Sulfat drin, in dem Ofen. Oh, und auch schon wieder fast voll. Mensch, das muss entleert werden. Oh. Okay, pass auf. Oh, da kann ich auch noch das reintun, was ich gerade abgebaut habe.
Aber 23 Holz, pass mal auf, ich tue da auch nochmal was nach. Split, hau nochmal 43 rein. Jetzt haben wir da 66 Holz, das muss er auch schon haben. Da sind wir dabei, das ist prima. Könntest du Kackwurst mal von dieser Kiste weggehen? Kackwurst. Apropos Kackwurst, wo ist dein Schlafsack? Hier. Ich hau dir. Emma. Wie war das mit dem Stacken? Oh. Machst du immer noch nicht, die Holzkohle wieder. Ich habe jetzt alles auf ein Stack geknallt. Ich sollte ja weggehen, du Pimmel. Hat er das jetzt wirklich gesagt? Hab ich gesagt. Hat er das jetzt wirklich gesagt? Alter, geh mal eben aus der Kiste raus. Siehst du, was ist da drin? Gemeckert. Nee, wo sind hier die Sachen, die da aus dem Ofen rausgekommen sind? Wo werden die gelagert? Ach, hier unten hast du die hin. Also, das ist ja hier alles an Heim. Und auch nichts gestackt. Ich werd bekloppt. Sag mal, machst du das mit Absicht, damit ich das hier alle... Also, ich hau dir gleich so die Lippen weg, ey. Alter, ich muss hier alles stacken. Apropos stacken, haben wir auch Steaks? So. Ja. Pass auf, ich könnte auch mal eben, ne, hier, wenn ich so vom Essen hier rede, ne, komm, eat. Eat mich an. So, pass mal auf, ich mach mal hier schon mal, wir haben jetzt ein Deckenelement nur noch, da tue ich jetzt hier rein. Jo. Und ansonsten habe ich da nämlich jetzt gar nichts mehr von, außer noch 43 Holz hier. Dann lass. Das kann man hinterher auch in den Öfen tun. Was kann man, was ist? Lass gleich mal zu der großen Sammelfläche gehen. Oben wir immer waren. Es ist hell und wir brauchen Holz. Ah, es ist hell und wir brauchen das Geld. Es ist hell und wir brauchen das Holz. Komm, du darfst aber die jetzt Folge mal ist jetzt raus, gleich komm? Zu Ende. Aber die Folge ist jetzt gleich zu Ende. Ach so. Dann, ja. Dann gehen wir nochmal aufs Dach, komm. Komm, wir gehen aufs Dach. Mach mal zu. Ja. Wir steigen uns selbst aufs Dach. Alter, das ist auch eine gute Idee von dir. Einfach nochmal so aufs Dach gehen und sagen, guck mal hier, die Post ist da. Guck mal hier, überall Vogelschiss. Guck mal hier, ihr habt uns schon die erste Taube auf dem Dach geschissen. So kennt man die Tauben, da sind sie da. Hier, jetzt achte mal. Was habe ich gesagt? Das blendet jetzt ein bisschen von der Sonne. Aber genau da, wo ich jetzt hingucke, ne? Da ist Meer. Ja. Geht komplett rüber bis schräg dahin. Und dann sind die Felsen da im Weg. Wirklich wie eine Halbinsel, ne? Ja, wie eine Halbinsel. Wir sind umgeben von Wasser. Das heißt, unser Reinlichkeitsproblem müsste eigentlich demnächst der Vergangenheit angehören. Dann gehen wir einfach mal eine Runde schwimmen. Ja. Und mit diesem Ausblick, und du siehst hier, ne, hier Hangar und so, wo man auf keinen Fall hin soll, ne? Ja. Und mit diesem Ausblick, da entlassen wir euch jetzt aus dieser Folge. Das heißt, wenn euch hier die Folgen gefallen, würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Ihr könnt gerne kommentieren. Ihr könnt uns auch gerne Tipps geben. Also falls wir hier irgendeinen Schwachsinn machen sollten, ne, wo ihr sagt, Mensch, das könntet ihr besser machen oder versucht mal dieses Rezept oder macht ein bisschen Maggi in eine Suppe. Ne? Geil. Könnt ihr alles schreiben und das nehmen wir uns natürlich dann an. So, also, das heißt, wir bedanken uns fürs Zuschauen und wir sagen gemeinsam Tschüss.